Parteifreunde, ich danke zunächst unserer Generalsekretärin Nicola Beer, die hier gekämpft hat für die Freiheit wie eine Löwin, die aufgezeigt hat, dass Europa ein Chancenkontinent ist und dass wir in diesem Jahr 2014 bei den ersten von vier Wahlen in den vier kommenden Jahren, nämlich den Kommunal- und Europawahlen, eine Botschaft senden wollen. Die FDP ist wieder da, liebe Freunde. In Karlsruhe, in der badischen Hauptstadt, ich glaube, darüber besteht überhaupt kein Zweifel, dass Karlsruhe die Residenz, die Hauptstadt Badens ist und mit einer Karlsruher Großmutter darf ich das an der Stelle auch als Schwabe sagen. Karlsruhe ist die Hauptstadt des Rechts in der Bundesrepublik Deutschland. Karlsruhe war immer ein Hort der Freiheit und wir verdanken den badischen Liberalen in der Geschichte Baden-Württembergs und in der Geschichte Deutschlands vieles, weil wir nicht vergessen, dass die 48er Demokraten auf die Straße gegangen sind und es waren die badischen Liberalen, die für die Pressefreiheit, die für die Meinungsfreiheit, die für die Versammlungsfreiheit eingetreten sind, aber die vor allen Dingen auch eines zum Thema gemacht haben, nämlich die soziale Frage im 19. Jahrhundert, wo es nämlich darum ging, dass Menschen im Arbeitsmarkt anständig behandelt werden und dass es gutes Geld für gute Arbeit gibt. Und meine Damen und Herren, liebe Freunde, wir sollten diese soziale Frage des 21. Jahrhunderts wieder zu unserem Thema machen, weil FDP heißt gutes Geld für gute Arbeit und faire Chancen für gute Arbeit und faire Chancen für kleine und mittlere Unternehmen und ihre Beschäftigten. Dafür stehen wir als Freie Demokratische Partei. Wir haben hier in Karlsruhe, unser Generalsekretär Patrick Meinhardt hat es gesagt, ein tolles Team im Gemeinderat, im Kreisverband mit Tom Heum als Kreisvorsitzender an der Spitze, einem ausgewiesenen Europäer, einem langjährigen Minister für Grönland im Nachbarland Dänemark. Wir haben mit Uli Eigenmüller einen langjährigen Bürgermeister, mit Michael Ober einen aktiven Bürgermeister, mit Jürgen Mollock einen Landesvorsitzenden, Ehrenvorsitzenden, mit aktiven Stadträten. Ein tolles Team für die Kommunalwahl und ich sage dies stellvertretend für alle, die im Moment gerade bereits bereit sind, auf unseren Listen zu kandidieren. Viele Listen stehen schon, in einigen ländlichen Gebieten sind wir noch am Arbeiten, um die Kandidatenlisten zu vervollständigen. Ich möchte an dieser Stelle unseren ehrenamtlichen Kandidatinnen und Kandidaten ein herzliches Dankeschön entbieten, denn liebe Freunde, Sie übernehmen mit Ihrer Bereitschaft zu kandidieren nicht nur einen Auftrag, eine Bereitschaft für die liberale Sache zu stehen, sondern sie leisten einen Beitrag zu einer lebendigen Demokratie. Denn nur wenn es genügend Kandidatinnen und Kandidaten gibt, haben die Bürgerinnen und Bürger eine Wahl, meine Damen und Herren. Und deshalb ein herzliches Dankeschön an alle Ehrenamtlichen, die bereit sind zu kandidieren. Und wenn wir gerade die Fernsehberichte anschauen, dann ergreift uns eine tiefe Sorge um die Entwicklung in unserem Nachbarland, nämlich der Ukraine, die eine lange Außengrenze, eine gemeinsame Außengrenze mit der Europäischen Union hat. Wer glaubt, Kiew sei weit entfernt, der täuscht sich. Die Ukraine ist mitten in Europa. Und liebe Freundinnen und Freunde, die Menschen, die auf dem Maidan demonstrieren, die wollen diese Freiheitsrechte, frei zu kandidieren und frei die Meinung sagen zu können, ohne Gängelung und Drangsalierung erkämpfen. Die Menschen, die die Europaflagge auf dem Maidan in Kiew und in Lemberg geschwenkt haben, die wollen keine Agrarsubventionen und die wollen auch keine Rettungsschirme, sondern sie wollen das, was Europa wirklich ausmacht: Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Verhalten Russlands, liebe Freunde, auf der Krimhalbinsel ist völkerrechtswidrig und es ist inakzeptabel. Und wir erinnern an dieser Stelle in aller Freundschaft unsere russischen Nachbarn daran, dass Russland im Budapester Protokoll von 1994, als die Ukraine freiwillig bereit war, das Atomwaffenarsenal aufzugeben und damit die Welt ein Stück sicherer zu machen und atomwaffenfreier zu machen, eingegangenen Verpflichtungen. Russland und Großbritannien und die USA sind die Garantiemächte, die eine Schutzfunktion für die Ukraine im Budapester Protokoll 1994
übernommen haben. Und deshalb ist es richtig, dass wir Russland an dieser Stelle daran erinnern als Europäer, dass sie diese Verpflichtungen selber eingegangen sind. Und wir hoffen und wir fordern Präsidenten Putin und alle Verantwortlichen in Russland auf, endlich auf Großbritannien, die USA, auf die Europäische Union zuzugehen und gemeinsam mit der neuen ukrainischen Regierung darüber zu sprechen, wie der Konflikt in der Ukraine friedlich gelöst werden kann. Ich kann überhaupt nicht verstehen, dass der Kollege Gauweiler von der CSU jetzt glaubt, in Passau, weiß nicht nach wie viel Maß Bier, zu sagen, er hätte eine gewisse Sympathie für Präsidenten Putin. Ich kann für solche Muskelspiele keine Sympathie erkennen. Und ich sage in der Tradition unserer Außenminister, die zum Beispiel wie Hans-Dietrich Genscher mit der Charta von Paris dafür gesorgt haben, dass die Spaltung Europas überwunden wird, wir können nicht zulassen, dass völkerrechtliche Prinzipien gebrochen werden. Die territoriale Integrität der Ukraine ist unverhandelbar. Und wenn jemand entscheiden kann, dann bitte nur die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine, die dann in freier Selbstbestimmung, in demokratischen Wahlen und Abstimmungen entscheiden sollen, in welche Richtung die Ukraine geht. Und hier kann man nur sagen, Gauweiler, halt's Maul, das ist doch ein Quatsch, das du da erzählst. Wir setzen als FDP im Europäischen Parlament weiterhin auf Gespräche, weil wir daran glauben, dass solche Konflikte nur durch politische Lösungen wirklich an der Wurzel angepackt werden können und gelöst werden können. All denjenigen, die jetzt sagen, hier gibt es keine Lösung, halten wir entgegen, dass wir uns sehr wohl vorstellen können, eine Ukraine, die sich eng an die Europäische Union anlehnt und gleichzeitig gut nachbarschaftliche Beziehungen mit Russland unterhält. Warum soll das eigentlich nicht möglich sein? Liebe Parteifreunde, liebe Freunde der Freiheit, die Sie heute hier zum politischen Aschermittwoch nach Karlsruhe gekommen sind, genau an diesem Beispiel der Außen- und Sicherheitspolitik sieht man, wie notwendig die Europäische Union ist. Wir erleben ja die Europäische Union im Moment hauptsächlich im Krisenmodus. Aber wir verkennen dabei, liebe Freunde, dass wir in einer sich wandelnden Welt alleine als Nationalstaaten nicht handlungsfähig sind. Die Kolleginnen und Kollegen in Malta oder in Luxemburg haben dies längst erkannt. Der Landrat von Karlsruhe-Land, und ich glaube, Karlsruhe-Land hat auch 54.000 Einwohner, würde genauso gerne am Ratstisch sitzen wie der Landrat von Malta, Entschuldigung, der Premierminister von Malta, mit einer Stimme mit der Bundeskanzlerin am Ratstisch sitzt. Aber er weiß, der Kollege in Malta, dass Malta die Interessen weltweit nur durchsetzen kann, wenn es eingebunden ist in eine starke Europäische Union. Manche in Deutschland glauben, wir wären als große Nation mit 80 Millionen Einwohnern selber stark. Aber an dieser Stelle stimme ich unserem Bundespräsidenten ausdrücklich zu, wenn er sagt, dass auch wir, ich zitiere sinngemäß, langfristig unsere Interessen weltweit nur zu Gehör bringen können, wenn wir uns in der Europäischen Union zusammenschließen, in einer Welt, die heute 7 Milliarden Menschen hat, die bald 10 Milliarden Menschen hat, sind wir nur stark, wenn wir als 500 Millionen Einwohner zählende Europäische Union zusammenhalten. Und ich bin der festen Überzeugung, das war immer Politik der FDP. Wenn es die EU nicht gäbe, dann müsste man sie erfinden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Natürlich gefällt uns das eine oder andere nicht, aber bei Hand aufs Herz, wenn Sie sich heute vorstellen, 28 Mitgliedstaaten mit Kroatien, das 28. Mitgliedstaat, wer hätte das in den 80er Jahren noch gedacht, dass wir auch die kroatischen Freunde im freien Europa begrüßen dürfen. Wenn wir dieses Europa der 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union heute neu verhandeln müssten und der eine oder andere in Deutschland den Eindruck hat, wir Deutschen, wir zahlen nur und unsere Interessen würden in Europa nicht berücksichtigt. Glauben Sie wirklich, wenn man heute neu verhandeln würde von Punkt Null, dass eine Europäische Union, die wir jetzt neu verhandeln würden, dann unsere Interessen besser berücksichtigen würde als die Europäische Union jetzt? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Europäische Union, so wie sie heute ist, das Ergebnis von Kompromissen und hartem Ringen ist.
Und ich teile die Einschätzung des WDR-Korrespondenten für die ARD, Herrn Krause. Sie kennen ihn, er hat eine ähnliche Frisur wie ich. Er ist nur ein bisschen größer. Und er berichtet dann im Fernsehen meistens mit Augenringen von den Verhandlungen der Staats- und Regierungschefs im Lipsius-Gebäude, wenn der Rat wieder durch die Nacht hindurch verhandelt hat. Der sagte mal, in Europa wurden die Schlachtfelder durch den Verhandlungstisch ersetzt. Und wir sollten an der Stelle diese Realität Europas nicht vergessen, weil wir im Jahr 2014, meine sehr verehrten Damen und Herren, uns an die Urkatastrophe Europas erinnern, nämlich an den Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Jahr 1914. Und ich habe im vergangenen Jahr ein Buch von Stefan Zweig gelesen, das mir ein italienischer Freund geschenkt hat, als wir uns auf einer Donauradtour zwischen Vidin, Norden Bulgariens, und Turnu Mureș im Süden Rumäniens über die Frage unterhalten haben, wie Europa wohl gewesen sein muss vor 1914. Und in diesem Buch von Stefan Zweig, Erinnerungen eines Europäers, die Welt von gestern, ich kann es jedem nur zur Lektüre empfehlen, beschreibt Stefan Zweig im Exil 1941 schon im Eindruck des zweiten großen Krieges, der Europa zerrüttet und zerstört hat, welche Welt mit dem Ersten Weltkrieg verloren gegangen ist. Und wenn Sie da lesen, dass ein Bürger Polens vor 1914 ohne Pass nach Portugal, nach Spanien, in ganz Europa frei reisen konnte, dann kann man erst mal ermessen, was hier kaputt gegangen ist. Und der Historiker Clark beschreibt ja in seinem Buch Die Schlafwandler die Situation vor dem Ersten Weltkrieg, dass die Weltmächte schlafwandlerisch in diese Katastrophe gestolpert sind, von denen niemand glaubte, dass man in so eine Situation kommen kann. Und wenn wir die aktuellen Entwicklungen sich jetzt anschauen, dann können wir eigentlich nur hoffen, meine Damen und Herren, dass nicht Emotionen, dass nicht Nationalromantik, dass nicht knallharte militärische Interessen das Feld bestimmen, sondern dass die Großmächte zur Vernunft kommen. Und wir, liebe Freunde, als FDP in der Bundesrepublik und als Liberale in Europa, wir stehen da dafür, dass der europäische Einigungsgedanke, dass dieses Friedensprojekt nicht aus dem Auge verloren wird. Darum geht es. Und wenn Europa nur eines erreicht hätte, dass wir in Frieden miteinander leben, dann hätte sich Europa schon gelohnt, meine Damen und Herren. Immer wenn ich von meiner Heimatstadt Horb am Neckar über den Schwarzwald ins Europäische Parlament fahre und dann in Kehl bei der Europabrücke vorbeifahre, dann erinnere ich mich an die Ausflüge mit meinen Eltern in der Kindheit, wenn wir nach Straßburg gefahren sind. Meistens, meine sehr verehrten Damen und Herren, standen wir an der Europabrücke im Stau. Warum? Es waren Grenzkontrollen, man musste auch Geld wechseln. Heute können wir auch von Karlsruhe, auch von der Pfalz, ohne Probleme über diese Landgrenze fahren. Wir merken gar nicht mehr, wo diese Grenze ist. Frieden, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, bedeutet auch freie Wege. Europa ist nicht nur ein Friedensprojekt, Europa ist auch ein großes Freiheitsprojekt, wie es Nicola Bär gerade erläutert hat. Reisefreiheit, Niederlassungsfreiheit, Arbeitnehmerfreizügigkeit, der Binnenmarkt, die Freiheit von Waren, Gütern, Dienstleistungen und Kapitalverkehr. Das sind große Errungenschaften, die alle nicht von alleine gekommen sind. Und deshalb rufe ich uns auf, lasst uns diese Freiheiten verteidigen, bevor sie andere kaputt machen. Heute legt die Europäische Kommission eine Beurteilung der Handelsbilanz der Bundesrepublik Deutschland vor. Manche in Deutschland schauen auf diese Analyse mit großer Sorge. Zunächst mal ist diese Analyse ein Bestandteil des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Und gerade auch wir Liberale wollten, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt geschärft wird, weil er enthält auch die Defizitziele. Und wir erinnern uns noch gut daran, wie die grün-rote Bundesregierung unter Bundeskanzler Schröder und Finanzminister Eichel mit Joschka Fischer damals die Verschuldungsziele gerissen hat, wie Deutschland die erste Nation war, die den Stabilitäts- und Wachstumspakt verletzt hat, und Frankreich kam gleich hinterher. Und dann hat man sich gewundert, dass andere es nicht mehr so ernst nehmen mit dem Sparen. Und klar ist natürlich auch, dass wirtschaftliche Gleichgewichte auch den Handel beinhalten. Und der Exportüberschuss des einen Landes ist der Importüberschuss des anderen Landes. So einfach ist es in der Volkswirtschaftslehre.
Und deshalb ist es nicht verkehrt und deshalb hat ja die Bundesregierung auch mit FDP-Beteiligung diesem Mechanismus zugestimmt, dass man auch solche Ungleichgewichte ja durchaus mal anschauen kann. Die entscheidende Frage ist, welche Konsequenzen man daraus zieht. Und in diesem Stabilitäts- und Wachstumspakt wird als volkswirtschaftliches Ungleichgewicht beinhaltet, wenn ein Handelsbilanzüberschuss auf Dauer größer ist als 6%. Der deutsche Handelsbilanzüberschuss liegt seit Jahren über diesen 6%. Das zeigt die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland und ist zunächst mal ein Kompliment, meine Damen und Herren, an die Leistungsfähigkeit der Unternehmen und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich gratuliere allen, die diese Wettbewerbsfähigkeit erzielt haben. Nun wissen wir, wie jeder gute Kaufmann, dass man Produkte auf Dauer nur verkaufen kann, wenn der Kunde sie auch bezahlen kann. Deshalb haben wir ein Interesse daran, dass die Länder, etwa die Reform- und Krisenländer im südlichen Teil Europas, aber auch in Irland, schnellstmöglich wieder auf die Füße kommen. Deshalb haben wir kein Interesse daran, dass die in der Krise sind. Deshalb ist die Hilfe, die wir gewähren, eben auch eine Hilfe zur Selbsthilfe. Rettungsschirme allein können die Probleme nicht lösen, sondern sie gewähren diesen Ländern nur Zeit, dass sie ihre Strukturprobleme anpacken können. Und meine Damen und Herren, ich gehöre zu denjenigen, die sich freuen, wenn in einem Land wie Griechenland, die wirklich massive Einsparungen ihrer Bürgerschaft zumuten mussten, jetzt wieder Wachstumsraten erzielt werden. Ich freue mich darüber, wenn ein Land wie Irland an den Kapitalmarkt zurückkehrt, weil es zeigt, dass marktwirtschaftliche Reformen funktionieren. Und wir sollten gerade als FDP ganz deutlich sagen, ja, wir wünschen diesen Regierungen, die marktwirtschaftliche Reformen machen, Erfolg, weil sie dann beweisen, dass man die Ursachen der Krise bewältigen kann, wenn man den Mut hat, die notwendigen Strukturreformen anzupacken. Der deutsche Handelsbilanzüberschuss im Jahr 2013 betrug 200 Milliarden Euro. Wir in Baden-Württemberg haben auch gute Überschüsse erzielt. Im Jahr 2013 waren es 173,4 Milliarden Euro, ein kleines Plus gegenüber 2012. Immer noch 64,1% unserer Exporte gehen in die Europäische Union. Und die mittelständischen Firmen, die ich in Baden-Württemberg regelmäßig besuche, die sagen mir, Herr Theurer, wir brauchen den Euro, wir brauchen den europäischen Binnenmarkt, auch wenn die Exportvolumina in die Europäische Union nicht mehr steigen, sondern sogar leicht rückläufig sind. Was wären wir in den Weltmärkten ohne unser Standbein europäisches Binnenmarkt? Und deshalb sage ich an der Stelle, wir wissen, was wir am europäischen Binnenmarkt haben. Er ist unser Standbein, es sind unsere Märkte, aber wir sagen natürlich auch, in vollem Selbstbewusstsein, die Produkte Deutschlands werden gekauft, weil sie eine gute Qualität haben. Und wir möchten an der Stelle keine Einschränkungen des freien Wettbewerbes, sondern wir sind der festen Überzeugung, Planwirtschaft führt in die Irre, Wettbewerb hilft den Konsumenten, die Wahlfreiheit der Kunden ist das Entscheidende und dann soll der Bessere gewinnen. Das dient nicht nur Deutschland, das dient ganz Europa und jedes andere Modell hat in der Vergangenheit bewiesen, dass es nicht so leistungsfähig ist und die Bürgerinnen und Bürger nicht mit Wohlstand versehen kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Europäische Kommission schlägt vor, dass die Bundesrepublik Deutschland in dieser Situation Maßnahmen ergreift, um die Binnennachfrage zu stärken. Wir sollten uns diese Vorschläge mal in aller Ruhe anschauen und dann in Deutschland überlegen, was wir tun können. Es spricht nichts dagegen, meine Damen und Herren, wenn wir auf einen badischen Salat griechischen Schafskäse drauflegen. Es spricht auch nichts dagegen, wenn wir Projekte entwickeln, wo wir beispielsweise sagen, Photovoltaik lohnt sich besser da, wo wir dreimal so viele Sonnenstunden haben, als im nebligen Neckartal. Da sollten wir ja überhaupt das Energieeinspeisegesetz überarbeiten und dafür sorgen, dass diese unsäglichen 23 Milliarden schweren Umverteilungssubventionen auf eine solide marktwirtschaftliche Basis gelegt werden. Da könnte man den Ländern in Europa etwas anbieten. Aber meine Damen und Herren, ich habe mich gefreut, dass unser liberaler Kommissar Olli Rehn in den Empfehlungen an die Bundesrepublik Deutschland
auch etwas hineingeschrieben hat, was man in Deutschland ja kaum mehr ansprechen darf. Er schrieb nämlich als Europäische Kommission den Deutschen ins Stammbuch, ihr könntet ja auch mal die Investitionen erhöhen und die Steuern senken, liebe Freunde. Binnennachfrage kann man auch eine Steuersenkung machen. Und so sehr ich der Meinung bin, dass es falsch war, dass sich die FDP hat verengen lassen auf Steuersenkung, so sehr ich der Meinung bin, dass wir als FDP deutlich machen müssen, dass wir wieder mit einem weiteren Horizont wahrgenommen werden. Eben neben dem Homo economicus den ganzen Menschen sehen, die Bildungspolitik in den Mittelpunkt rücken. Natürlich auch die Bürgerrechte, Nicola Beer hat es angesprochen. Aber es ist doch nichts verkehrt dran zu sagen, unser Steuerrecht ist zu kompliziert, es muss vereinfacht werden, es geht einfacher. Und vor allen Dingen sollte man jetzt den Mut haben, die kalte Progression abzuschaffen, die Steuerkurve abzuflachen, den Bürgern wieder was zurückzugeben von dem, was sie erwirtschaften. Hier sind wir mit dem Blick auf Berlin skeptisch, weil das, was die GroKo hier abliefert, liebe Freunde, das ist ja alles andere als eine zukunftsgerichtete Politik. Ich meine, wer hätte von Persönlichkeiten wie Sigmar Gabriel und Andrea Nahles auch zukunftsorientierte Politik erwartet? Wer Politik mit den Rezepten von gestern macht, der braucht sich nicht zu wundern, wenn er von gestern isst, wie Andrea Nahles. Die Generationengerechtigkeit wird massiv verletzt durch die Rentenpläne. Wenn wir allein mal uns anschauen, was die drei Vorschläge in Zukunft die Bürgerinnen und Bürger kosten und die Volkswirtschaft belasten, dann kann es einem schon schwindlig werden. Da wird so Politik gemacht, als ob es keinen demografischen Wandel gäbe, liebe Freunde. Dabei ist klar, dass die Bevölkerung in Deutschland zurückgeht. Und demografischer Wandel ist ja kein deutsches Thema, sondern in Europa haben wir überall demografischen Wandel. In Italien stehen Dörfer leer. In Frankreich können sie ganze Dörfer kaufen. In Mecklenburg-Vorpommern hat mich mal ein Bürgermeister 2 Stunden angeschrien, weil er nur noch die Hälfte seiner Einwohner hat gegenüber 1990. Im Schwarzwald verlieren wir Einwohner. Und dass das nicht trivial ist, das kann doch jeder, der Bürgermeister ist, der im Gemeinderat, im Ortschaftsrat sitzt, nachvollziehen. Wir haben einen Ort, man kommt im Ortsschild rein, das erste Haus ist bewohnt, 2 Häuser sind leer, 3 Häuser sind bewohnt, 2 sind wieder leer und trotzdem muss ein Wasserkanal und ein Abwasserkanal vorgehalten werden. Trotzdem hat man Infrastruktur und die Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen müssen erhalten bleiben. Dass demografischer Wandel uns alle betrifft, ist klar. Aber dass wir ihn bewältigen müssen und können, das ist uns Liberalen schon lange bewusst. Und wir haben dafür gekämpft, dass die sozialen Sicherungssysteme enkelfit werden, wie es unsere Freunde, die Neos in Österreich, so schön formuliert haben. Enkelfit. Und da kann man nur eins sagen, diese Reformen der GroKo, die jetzt angekündigt sind, die sind alles andere als enkelfit. Das sind eine Belastung für die zukünftigen Generationen. Und ich glaube nicht, dass die Großeltern diese Lasten wirklich auf ihre nachfolgenden Generationen abladen wollen. Und deshalb sagen wir in ernster Sorge und ohne Parteipolitik, wir fordern die Große Koalition auf, die Rente mit 63, die Erwerbsminderungsrente und die Mütterrente nicht so einzuführen, wie sie es geplant haben. Wenn man das macht, und für die Mütterrente gibt es ja gute Gründe, dann muss es nachhaltig finanziert werden aus dem Bundeshaushalt, meine Damen und Herren. Und es darf keinen Verschiebebahnhof geben zu Lasten künftiger Generationen. Hier werden wir als Liberale unsere Stimme erheben. Und beim Mindestlohn ist es dasselbe. Guter Lohn für gute Arbeit. Dafür stehen wir als FDP. Und die vielen kleinen und mittleren Unternehmen in der Technologieregion Karlsruhe, im Zukunftsland Baden-Württemberg, die haben ja eher das Problem, dass sie Fachkräftemangel haben. Und die zahlen heute schon gute Löhne. Und wir wollen auch nicht, dass in einzelnen Branchen das unterlaufen wird. Und deshalb hat ja die FDP eine klare marktwirtschaftliche Antwort auf prekäre Beschäftigungsverhältnisse gefunden. Wir stehen für flexible Lohnuntergrenzen, die die Sozialpartner, die Tarifpartner miteinander ausverhandeln. Was wir nicht wollen, liebe Freunde, sind gesetzliche, einheitliche, sozialistisch-planwirtschaftliche Mindestlöhne, weil die machen Arbeitsplätze kaputt. Und meine Damen und Herren, der Fachkräftemangel, der ist massiv. Wir
gehen davon aus, nach einer Berechnung der Bertelsmann Stiftung wird bis 2030 die Zahl der potenziell Erwerbstätigen um 6,4 Millionen Menschen zunehmen. 6,4 Millionen Menschen stehen dem Arbeitsmarkt weniger zur Verfügung. Und schon jetzt haben viele Berufe Schwierigkeiten, Auszubildende zu finden, auch hier in Karlsruhe, in ganz Baden-Württemberg. Ich bin ja gerade unterwegs mit der Zuhörtour. In Mannheim haben mir Handwerker erzählt, wie sie in Spanien junge Leute anwerben, Dachdecker, Fassadengestalter, Reinigungshandwerker, weil sie bei uns keine Auszubildenden mehr finden. Und meine Damen und Herren, damit wir uns da überhaupt nicht falsch verstehen, wir Liberale stehen mit unserer Politik im Landtag in Baden-Württemberg, in der Landtagsfraktion, mit Uli Rühlke an der Spitze dafür, dass wir alles tun, um die Bildungschancen junger Menschen zu verbessern, vor allen Dingen eben auch die Bildungschancen von Kindern aus bildungsfernen Milieus, die sozial benachteiligt sind. Wir Liberale wollen, dass jedes Kind eine faire Chance hat, meine Damen und Herren. Aber wir glauben auch, dass wir die Kompetenzbrücken schlagen müssen in die anderen europäischen Länder. Hier können Gewinner-Gewinner-Situationen entstehen, wenn etwa die Liebenau-Stiftung, eine katholische Stiftung aus Meckenbeuren am Bodensee, mit bulgarischen Kindern jetzt versucht, deren Benachteiligung zu beseitigen. 400 offene Lehrstellen allein im Landkreis Ravensburg bei den Handwerksbetrieben, ähnliche Zahlen hier auch von der Handwerkskammer in Karlsruhe. Hier kann ich auch nur sagen, wir sollten dringend der grün-roten Landesregierung ins Stammbuch schreiben, ihre ideologische Bildungspolitik ist falsch. Es bringt nichts, jeden zum Abitur führen zu wollen, wenn hervorragende Ausbildungsplätze im Handwerk leer stehen, liebe Freunde. Denn wir haben in Ländern wie in Spanien und in Griechenland 50% und 60% Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen. Da sitzen Studienabsolventen, Universitätsabsolventen mit philosophischen Abschlüssen auf dem Marktplatz. Und meine Damen und Herren, es war immer die Stärke der Bundesrepublik Deutschland mit dem dualen Berufsausbildungssystem, dass wir unsere jungen Menschen in Brot und Arbeit bekommen haben. Und wir sollten dieses hochhalten. Deshalb bessere Anerkennung des Handwerks, bessere Ausstattung der Berufsschulen hier in Baden-Württemberg. Und ich würde mir eines wünschen, dass dieser ideologische Streit endlich zu Ende ist. Auf der einen Seite Grün-Rot, die die Einheits- und Gemeinschaftsschule durchsetzen wollen, weil sie glauben, das ist das allein selig machende Modell. Und auf der anderen Seite die konservativen Bildungspolitiker, die an dem dreigliedrigen Schulwesen festhalten. Wir Liberale wollen keine ideologisierte Schulpolitik. Wir wollen weg von einer Strukturdebatte, die ideologiebeladen ist, und hin zu einer Qualitätsdiskussion, egal welche Schule wir haben. Ob Gesamtschule oder Gymnasium, ob Realschule oder Werkrealschule oder dort, wo es die Menschen vor Ort wollen, auch mal eine Gemeinschaftsschule. Es kommt doch darauf an, dass in der Schule gute Bildung gemacht wird. Darauf müssen wir uns doch konzentrieren. Und an dieser Stelle danke ich ausdrücklich der Landtagsfraktion mit Uli Rühlke an der Spitze, dem bildungspolitischen Sprecher Dr. Tim Kern und allen Kollegen, weil sie genau für diese Schulautonomie und für diese Freiheit in den Schulen kämpfen. Und hier sollten wir als Liberale rausgehen, jetzt in der Kommunal- und Europawahl, um mit diesen Konzepten zu werben. Und, liebe Freunde, wir wissen, das ist kein Spaziergang, das wird keine einfache Zeit, weil viele Bürgerinnen und Bürger natürlich sagen, ihr seid im Bund nicht mehr dabei, was könnt ihr denn bewegen? Aber wir wissen, wenn die FDP unten da ist, dann ist sie auch oben da. Und darum geht's. Und deshalb, liebe Freunde, läuten wir an dieser Stelle jetzt ein, den Kommunal- und Europawahlkampf. Es sind noch 81 Tage. Es ist noch genug Zeit, um Freunde und Bekannte anzusprechen, ob sie nicht kandidieren wollen für die Freie Demokratische Partei in den Ortschaftsräten, in den Gemeinde- und Stadträten, bei den Kreistagslisten, im Regionalparlament. Und wir haben hervorragende Kandidatinnen und Kandidaten für die Europawahl. Renata Alt, alle anderen, die mit bereit sind, für Europa zu kämpfen. Und wir wollen bei diesen ersten beiden Wahlen von 4 Wahlen die Grundlage legen. Wir wollen uns behaupten. Wir wollen als FDP deutlich machen, um was es geht. Es geht um Frieden und wirtschaftlichen Erfolg, damit kleine und mittlere Betriebe eine sichere Zukunft haben und die Menschen einen Arbeitsplatz. Es geht um fairen Wettbewerb und mehr Chancen für die Menschen.
Es geht um solide Haushalte, dass auf EU-Ebene, im Bund, im Land und in den Kommunen das Geld nicht verschwendet wird. Dafür steht die FDP, dass wir genau kontrollieren, Haushaltskontrolle, wo ihr hart erarbeitetes Steuergeld ausgegeben wird. Und das kann man besser machen. Und wo Liberale mitregieren, sind die Finanzen in Ordnung. Und deshalb treten wir selbstbewusst auf, liebe Freunde. Lasst uns kämpfen. Wir haben alle Chancen, dass die FDP bei den Kommunal- und Europawahlen wieder da ist. Und dann legen wir die Grundlage für die Landtagswahl 2016, um im Jahr 2017 zurückzukehren und die parlamentarische Existenz mit dem Wiedereinzug in den Deutschen Bundestag zu sichern. Getreu unserem Motto, Europa im Blick, die Heimat im Herzen, darum geht es. Und ich rufe euch auf, steht auf, kämpft, gemeinsam werden wir es schaffen. Applaus